Wenn Thomas Schmickel an der Uni Graz die Bienen loslässt, braucht niemand Angst davor haben, gestochen zu werden. Denn die Forschungsobjekte des Zoologen sind keine Insekten, sondern Miniaturroboter. Thomas Schmickel untersucht mit seinem Team vom Artificial Life Laboratory das Verhalten von Tieren. Nicht nur am lebenden Original, sondern eben auch anhand von sogenannten bionischen Nachbildungen. Das Faszinierende, warum wir Bienen gewissermaßen nachbauen wollen oder Dinge, die wir an Bienen sehen, in Roboter einbauen wollen, ist eben die ungeheure Flexibilität und die sogenannte Schwarmintelligenz, die diese Lebewesen besitzen. Innerhalb eines Bienenstocks ist alles geregelt, von der Feuchtigkeit über die Temperatur, die Durchlüftung. Alles ist der Kontrolle unterworfen, aber es gibt keinen Supervisor, es gibt keinen Chef, der das kontrolliert. Wenn man einmal weiß, nach welchen Prinzipien Schwärme ihre Entscheidungen treffen und wie sie sich organisieren, kann man diese Erkenntnisse nicht nur auf klügere Roboter übertragen. Sie lassen sich auch nutzen, um über die Artengrenzen hinweg mit Tieren zu kommunizieren und ihre Entscheidungen zu beeinflussen. Im Idealfall zum Wohle von Mensch und Tier. Roboter können im Google nachschlagen, können im Internet nachschlagen, können Google Maps absuchen. Das kann keine Biene, das kann keine Ameise. Im Endeffekt könnten wir das vielleicht auch zu unserem Nutzen, zum Beispiel in der Bestäubung von Pflanzen nutzen, dass wir die Bienen dazu bringen, dort zu bestäuben, wo wir es gerade am dringendsten benötigen würden. Viele Forscher sind überzeugt, die Arbeit mit künstlichen Tieren birgt enormes Potenzial. Und während man sich in Graz der Grundlagenforschung verschrieben hat, lassen die Ingenieure von Festo im schwäbischen Esslingen bereits heute Erkenntnisse aus der Analyse von Tierverhalten in ihre Steuerungs- und Automatisierungstechnik einfließen. Ihr sogenannter Smart Bird, eine bionische Silbermöwe, zeigt, wie man von der Natur lernen kann. Immer wieder kommt es natürlich vor, dass wir eine technische Fragestellung haben, wo wir nicht so richtig die Lösung dafür haben, und da hilft es, in die Natur zu schauen. Oder wir schauen in die Natur und finden dann eigentlich wie zufällig tolle, faszinierende Prinzipien, auf denen wir dann aufsetzen und dann im Nachhinein eigentlich die entsprechende Anwendung dafür suchen. Auf diese Weise hat das Unternehmen schon einen ganzen Zoo angelegt. Ihre künstlichen Quallen, Libellen und Pinguine zeigen, wie sich Bewegungsmuster von Tieren für neue Antriebstechniken nutzen lassen. Und der sogenannte Bionic Handling Assistant ist dem Rüssel eines Elefanten nachempfunden. Er kann in Fertigungsstraßen zum automatisierten Greifen empfindlicher Gegenstände eingesetzt werden. Aber die Tiere selbst sind Einzelstücke und sollen vor allem die Technologie des Unternehmens für ein breites Publikum anschaulich machen. Kaufen kann man sie nicht. Barbara Klein von der FH Frankfurt geht einen anderen Weg. Am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit arbeitet sie mit einem künstlichen Tier, das man schon heute kaufen kann. Der japanischen Therapierobbe Paro. In Altersheimen lässt sie demente Menschen den Heuler streicheln und knuddeln. Mit erstaunlichem Ergebnis. In einer alten Pflegeeinrichtung herrscht nicht unbedingt eine Partystimmung, sondern es ist eher ein ruhiges, manchmal gedrücktes, trauriges Empfinden da, wie die Robbe in den Raum kam. Das war im Prinzip so, als ob sich schlagartig irgendetwas ändert. Ja, die Leute saßen da mit leuchtenden Augen, haben angefangen zu sprechen. Jeder wollte die Robbe streicheln. Nicht nur alte Menschen profitieren besonders von dem Umgang mit der Robbe. Auch geistig Behinderte und chronisch kranke Menschen können von Therapierobotern profitieren. Sie werden ruhiger und ausgeglichener, benötigen weniger Schmerz- und Beruhigungsmittel. Und das liegt nicht zuletzt am niedlichen Aussehen der Tiere. Also ich glaube, was diese künstlichen Tiere einfach auszeichnet, ist, dass sie so wirken, als ob sie lebendig wären. Und die wenigen künstlichen Tiere, die ich bislang kennengelernt habe, die haben Prinzipien der Säuglingsforschung aufgegriffen. Ja? Häufig großer Kopf, große Augen. Nutz- und Haustiere begleiten den Menschen bereits seit Tausenden von Jahren. Mit den Fortschritten in der Robotik ist es nun wohl an der Zeit, sich auch auf künstliche Tiere in unserer Umwelt einzustellen. Und diese müssen ja hoffentlich nicht jede Eigenschaft der Originale kopieren.